1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Innovation von der Alp. Die Maschinentechnik Schrode AG aus Hayingen verwaltet eine der Pilotbaustellen, bei denen modellbasiert gebaut wird. Bevor die Bagger kommen, die Walzen rollen und die Erde ausgehoben wird, erstellen die Arbeiter ein digitales Modell. Dieses Modell ist dann die Grundlage für jeden Baggerbiss. Wenige Kilometer von Hayingen entfernt liegt das Dorf Erbstetten. Hier arbeitet die Maschinentechnik Schrode AG daran, die Ortsdurchfahrt und die Wasserleitungen zu sanieren. Auf der Baustelle geht alles sehr viel digitaler zu, als es auf den ersten Blick scheint. Die Baggerfahrer haben ein kleines Display und wissen so genau, wo sie wie tief graben sollen. An Bord ist sozusagen ein Navigationssystem für die Baustelle. Mit Blick auf autonom fahrende Pkw stellt sich da die Frage, ob die Bagger irgendwann komplett ohne Baggerfahrer auskommen können. Nein, im Gegenteil. Das macht den Beruf unheimlich interessant. Ich glaube, der Baugeräteführer ist der einzige Ausbildungsberuf, der hier einen enormen Zuwachs hat. Also die Ausbildungsstätten, die sind gerade landunter, einfach durch das Thema Automatisierung und einfach respektive Thema Digitalisierung spricht es unheimlich viele junge Leute an. Also den Spaßfaktor, mit der Maschine umgehen zu können, das Kind im Manne ist einfach faszinierend. Fasziniert zeigte sich auch die Reutlinger Industrie- und Handelskammer. Der IHK-Arbeitskreis Tiefbau 3D Plus hatte sich deshalb auf den Weg in die kleine Gemeinde auf der Alp gemacht und selbst einmal einen Blick auf die Bagger mit dem 3D-Navigationssystem geworfen. Die Technik, die Schrode verwendet, sei schließlich auch für andere Firmen interessant. Ja, es ist dann halt, die Realität wird dann halt direkt abgebildet. Also sagen wir mal, die Planung ist das eine und dann die Ausführung, gerade im Tiefbau, ist das andere. Dann wird halt einmal ein Graben dort gegraben und geplant war er 2 Meter daneben. Das hat dann durchaus eine Auswirkung später bei der Nutzung. Und natürlich auch bei den Kosten. Wenn die Arbeit im Tiefbau konsequent digitalisiert werde, würden schließlich Arbeitsprozesse wegfallen. So werde das Projekt effizienter. Das Ganze wird schon im Hochbau praktiziert, aber nicht im Tiefbau, nicht im Straßenbau. Und das ist das erste Projekt, wo wir modellbasiert geplant haben, modellbasiert bauen und vor allem dokumentieren, wie gerade eben gesehen, wo wir auch die Verdichtung protokollieren, bis hin zum digitalen Aufmaß. Und das ist hier so eine besondere Herausforderung. Die Baufirma möchte das modellbasierte Bauen in den nächsten Tagen und Wochen auf Herz und Nieren testen. Geschäftsführer Rainer Schrode ist sich sicher, dass mit diesem Ansatz im Tiefbau einiges vorangehen kann. Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller von den Grünen hat am Mittwoch einen neuen Windatlas vorgestellt. Dieser stellt potenzielle Standorte für Windkraftanlagen in Baden-Württemberg dar und zeigt, wo der Wind besonders stark weht. Dies ist vor allem für diejenigen, die Windkraftanlagen planen oder in Technik investieren, interessant. Der neue Windatlas soll den bisherigen aus dem Jahr 2011 ersetzen, da dieser über schlechtere Methodik und Daten verfüge. Durch den Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung durch die Stadtwerke Tübingen hat es die Universitätsstadt geschafft, während der windreichen Wochen im März 18 Tage lang zu fast 100% erneuerbar zu sein. Die Grafik zeigt, dass die Lastkurve, hier orange, nur zu wenigen Stunden höher ist als die Produktion. Die Stromproduktion verlief parallel zur Nachfrage. Nachts konnten die Anlagen meistens heruntergefahren werden, weil der Windstrom ausreichte. In Kombination mit der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage und dem Beitrag des Solarstroms hat die Stadt einen großen Schritt zur klimaneutralen Stromversorgung geschafft, erklärt Oberbürgermeister Boris Palmer. Für ihn ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass die Stadtwerke in den letzten 10 Jahren den richtigen Weg eingeschlagen haben. Ab heute sind auch die Polizisten im Zollernalbkreis mit den neuen Bodycams unterwegs. Insgesamt 92 Schulterkameras werden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen ab sofort zum Einsatz kommen. Dort waren im letzten Jahr 181 Gewalttaten gegen Beamte verzeichnet. In mehr als der Hälfte der Fälle wurden die Polizisten dabei verletzt. Die Kameras sollen dem entgegenwirken. Mit der flächendeckenden Einführung im Land habe sich bereits in der Testphase ein deutlich spürbarer präventiver Effekt ergeben, so Polizeipräsident Gerhard Riegele. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de.